Aloha und willkommen zurück zu einer neuen Folge Above Snakes. So, muss erst mal schauen, wo ich stehen geblieben bin, was wir machen. Du hast ein Ausrufezeichen. Was ist los? Ach, du hast wieder was gefunden, ne? Ja. Erstmal streicheln. Suchen. Steine. Okay. Okay. Das ist das falsche Menü. Ja. Das kann ich. Also wir haben in der letzten Folge, glaube ich, den Wolf geholt gehabt. Und dann waren wir hier in dem Dorf. Und ja, das ist jetzt eine wundervolle, gute Frage. Wir haben Weltenstücke auf jeden Fall verfügbar. Dann könnten wir eigentlich noch ausbauen. Guck mal, da oben können wir doch mal gucken. Questlog. Dein Questlog ist leer. Wir haben nichts zu tun? Warte, dann haben wir doch bestimmt ein Kartenstück. Lass mich mal hier ganz kurz gucken. Ja, natürlich, die überfallene Range. Ranch. Doch. Was brauchen wir dafür? Kann ich das einfach platzieren? Kann ich das einfach... Ah, nee, wir hatten nicht das richtige... Nicht die richtige Umgebung dafür, ich erinnere mich. Doch, hier. Das können wir ja nirgendwo platzieren. Da war ja was. Und für die anderen Sachen brauchen wir... Was war denn da? Das hatten wir einfach noch gar nicht, oder? Stimmt, Gebirge haben wir ausprobiert. Aber Gebirge war jetzt nicht so dolle. Prärie, Acker. Und was ist das hier? Das ist wahrscheinlich auch Acker, oder? Das heißt, wir brauchen das hier. Warte, mal kurz gucken. Ja, weil hier ist eben eine Prärie. Prärie und Ebene. Und hier ist Prärie und Acker. Ja, Feuersteine. Wann denn Feuersteine herbekommen? Wo haben wir denn Feuersteine herbekommen? Einfach durch Steine kloppen? Ich meine, we can try it. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Kriegt man einfach hier auch Feuersteine raus? Ja. Kriegt man. Wundervoll. Man kriegt normale Steine raus und Feuersteine. Perfekt. Ich hoffe, wir müssen den Wolf nicht hin und wieder füttern. Nicht, dass der uns nachher irgendwie abkrebelt. Das muss auch nicht sein. So. Ja, wir machen die Steine hier unten noch kaputt. Ich glaube, ich habe genug Feuersteine jetzt, aber hey. Oh, hast du mir das gerade gebracht? Nein. Warte. Doch, guck mal, er hat den Feuerstein jetzt im Mund und bringt mir den. Oh, du bist ja ein Schatz. Oh, komm mit. Oh. Okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, das hier brauchen wir. Einmal Weltenstück entdecken, bitte. Ja. Okay, das müssen wir an die Prärie ranbauen. Okay. Ja, ich meine, hier hinten ist ja auch direkt Platz, ne? Von hier nach da. Könnten auch hier unten wieder lang. Oh, jetzt habe ich das Kartenstück wieder ver... Das passiert mir jedes Mal, dass ich zu weit mit dem einen Knubbel rausgehe. Dann ist das Kartenstück halt einfach weg.
schon ein paar Mal passiert. Nein, jetzt kriege ich das gar nicht mehr. Warte mal. So. Gehen wir nochmal in das Menü rein. Kartenstück. Da. Hier, ich gehe mit dem hier immer zu weit raus, statt das hier zu nehmen. Also so bewege ich mich quasi mit dem rechten Stick. Und so präzise sozusagen bewege ich mich mit dem linken Stick. Und ich benutze halt gerne über beide gleichzeitig. Und dann kommt halt nur Käse bei raus. Also wir könnten in die Richtung hier lang bauen. Oder wir spalten uns halt ab und gehen nach oben. Weiß halt nicht, ob es das Acker-Ding auch noch mit Wald gibt. Aber ich meine, wir könnten halt das auch direkt hier hinbauen. Ich würde schon fast sagen, eigentlich eher nach oben. Hier haben wir halt, genau hier ist nur noch so eine Lücke. Also, eigentlich hier ist halt auch komplett wurscht, oder? Komm, wir bauen es dahin. Und das hier natürlich auch direkt ran. Ja, so rum. Oh, das ist wirklich sehr zombieartig. Wie sieht's mit Trinken und Essen aus? Ja, vielleicht sollten wir, entweder wir sammeln noch mal ein paar Blaubeerchen oder ich guck mal, ob die Angelstellen hier wieder funktionieren. Können wir hier, das ist keine Angel. Entschuldigung, ich hätte gerne die Angel. Ja, ich würde dich auch gerne streicheln, aber ich würde auch gerne angeln. Ja doch, guck mal hier, angeln können wir. Wundervoll. Dann angeln wir jetzt erstmal noch ein kurzes bisschen, weil der Fisch gibt halt ganz gut. Die Fischspieße und so, die geben ganz gut Essen. Und dann müssen wir uns in der Nacht jetzt wieder unbedingt hinlegen, weil unser Schlaf sieht nicht ganz so gut aus, die Leiste. Eieieiei. So, hier ist gut. Wasser haben wir eigentlich noch genug? Das muss ich jetzt nicht zwingend mitnehmen. Verdammt. Pfeile müssen wir unbedingt herstellen. Ich würde gern. Ah, hier. Das darf ich doch. Das Ding ist halt, wenn man noch nicht ganz nah genug an dem Wasserloch dran steht, um zu angeln, weil Angeln ist halt B. Wenn du da noch nicht genau dran stehst, dann zückst du halt den Bogen und schießt damit halt, weil das dieselbe Taste ist. Deswegen passiert mir das so oft, dass ich ins Wasser hineinschieße. Mann. Weil ich denn da doch nicht ganz genau dran stehe. Angeln haben wir verbessert. Okay. So, lass mich mal jetzt ganz kurz hier lang. Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal direkt schlafen. Ist, glaube ich, besser. Und dann kümmern wir uns um die Steine. Steine? Um die Pfeile. Jetzt sehe ich schon wieder Käse. Sag mal, wo ist denn... Okay. Was hast du denn da gefunden? Federn. Oh. Eine kleine Kaffeepflanze nehme ich auch mal mit. Wir haben das alles noch hier drin irgendwo mal verprachtet. Ne? Ja. Guck mal, Federn konnte ich auch jetzt gebrauchen, weil ich habe keine Federn. Um Pfeile herzustellen. Wir brauchen mehr Feuersteine und wir brauchen Federn. Federn habe ich von Bäumen bekommen. Wir müssen uns jetzt gerade mal ein bisschen ausrüsten. Wir haben in der Vorschau ein bisschen gesehen gehabt, was auf der Ranch dann los ist. Steinchen haben wir aber jetzt keine. Das heißt, warte mal, ich rüttel mal. Doch, da sind Steine. Wir haben genug Steine. Mal hier ein bisschen durchrütteln.
Ast, Ast, Ast. Danke. Das ist genau nicht das, was ich brauche. Also, wir haben Hunger, Durst und Pipi müssen wir auch. So, Dankeschön. Die durchsuchen wir jetzt wieder. Gib mir Federn. Ja, ich brauche noch mehr Federn. Ist ein Ast. Ist auch ein Ast. Ja, Steine gibt es ja halt haufenweise. Dann können wir uns erstmal wieder so ein ganzes Paket an an Pfeilen herstellen. Ich kämpfe ja dann doch am liebsten immer ein bisschen aus der Ferne. Ich bekomme hier nur Äste. Hallo. Könnten hier vielleicht ein paar Vögel ihre Federn lassen? Das wäre echt toll. Ja, danke. Ich nehme gerne noch mehr. Ach, wieder nur Äste. Ich würde aber heute gerne noch hin. Zu dem Bauernhof da hinten. Der voller Zombies ist. Und wir das wahrscheinlich clearen. Aber da würde ich heute gerne schon mal hin. Auf dem Weg nicht machen, ja doch. So, ich glaube, wir haben jetzt genug. So. Das sollte doch reichen. Oh, Tür. Wie viel haben wir? Ja, genug. Und so. Und jetzt haben wir keine mehr. 77 Pfeile. Ja, doch, ich denke, das reicht. Vor allem, das ist ja auch nicht allzu weit weg. Wir müssen ja hier nur hoch. Okay, ist es weiter weg als alles andere? Ja. Aber wir müssen ja hier in der Ecke eigentlich nur hoch. Ich glaube, da war es nur warm. Aber wir müssten jetzt auch so viel oder so wenig anhaben, dass wir da keine Probleme haben sollten. So, einmal trinken. Ich habe mir noch die Blaubeeren rein. Kochen müssen wir noch. Einmal hier so rum. Ja, Äste haben wir genug. Die kannst du alle reinbrauen. Warte, den Fisch muss man erst ausnehmen. Da war was. Das war die falsche Taste. Ja. Wo haben wir denn den Fisch? Da. Achso, ey. Fisch ausnehmen. Ah. Oh. Ich habe halt noch die coolen Fische hier, ne? So ein Stör und sowas. Eine Forelle. Da weiß ich halt auch nicht. Also die bringen halt Geld zum Verkaufen, ne? Aber sonst? Ich mach mal hier wieder so einen Dreierspieß. Und zwei einzelne. Na gut. So eine Blaubeerschale noch. Jetzt wird es wieder dunkel. Das heißt, einmal sollten wir noch schlafen gehen. Theoretisch. Mmh.
Stimmt, hier brauchen wir Lehm, ne? Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich Lehm herbekomme. Noch kein Lehm gefunden. Kiste öffnen. Ich glaube, das ganze, den ganzen Zeug hier, ne? Ich glaube, das brauche ich nicht. Baumharz. Haben wir hier Steine drin? Nee. Dann sortieren wir das doch hier erstmal ein bisschen aus. Lederstreifen. Ich packe erstmal alles rein. Und dann gucke ich jetzt nochmal, was ich brauche. Brauche ich überhaupt was? Weiß ich nicht. Ich nehme mal ein paar Federn mit. Holzbretter weiß ich nicht. Normales Holz. Die Äste. Vielleicht auch die Metalldinger. Glaube, das passt so schon. Dann legen wir uns jetzt noch mal hin und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Danach. Am frühen Morgen. So, komm mit, Wolfi. Wir müssen rüber joggen. Undi? Oder Wolfi? Eigentlich Wolfi. Wir haben dafür eigentlich keine Zeit. Ja. Und Hufeisen. Oh. So, wir müssen da jetzt einfach mal ganz schnell rüber sprinten. Oh Gott, ich sehe gerade. Ich habe ja dieses komische Fett hier. In meiner Leiste. Das will ich da gar nicht haben. Was kann man da mit dem Hufeisen machen? Manche sagen, dass es Glück bringen soll. Hoffen wir es mal. Die sind ausgerüstet. Das könnten wir auch noch hier mit hinpacken. Aber angeblich sind die ausgerüstet, aber die sind irgendwie auch nicht ausgerüstet. Jetzt sind sie ausgerüstet. Ihm stand da nämlich noch Y dran, ne? Merkwürdig. Aber wir haben die Klamotten jetzt an. Das sollte ja eigentlich passen. Das ist ein Werkzeug, auf das kein Schatzsucher verzichten kann. Ja, aber mit der Schaufel? Ich habe irgendwie noch keinen Platz oder Ort gefunden, wo ich schaufeln kann. Hier sind wir doch schon, oder? Oh ja, doch, das sieht gut aus. Basil Biggs. Okay. Hallo? Heiliger Bimbam. Tut so gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Sehen Sie die Viecher da drüben? Gerade kümmere ich mich noch um meine Tiere und im nächsten Moment büchsen sie mir einfach aus. Wow, okay. Frag ihn, ob es ihm gut geht. Frag ihn, ob das hier seine Farm ist. Naja, wenn er eine Mistgabel in der Hand hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sein. Aber geht's dir sonst soweit gut? Sind Sie okay, Sir? Sind Sie verletzt? Oh, mir geht's gut, glaube ich. Bin weggerannt und habe über den Zaun gesprungen. Die sind mir einen Moment lang gefolgt, haben sich dann aber schnell wieder verzogen. Die Trümmer am Tor müssen sie aufgehalten haben. Okay. Oh, tut mir leid. Hab ganz vergessen, mich vorzustellen. Basil Biggs, mein Name. Und das hier ist meine bescheidene Ranch.
Ich hatte ein paar Kühe, aber die sind abgehauen, als diese Viecher auftauchten. Ich wünsche ihm viel Glück, aha. Alles gut, ne? Bis dann, haus rein. Aber apropos viel Glück, ich habe ein Hufeisen. Willst du Glück haben? Ich habe Glück zu verkaufen. ja, komm. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich brauche meine Kühe zurück. Aber erstmal müssen diese verlorenen Seelen, muss ich loswerden. Glaub nicht, dass ich mit meinen alten Heugabeln eine Chance gegen die Viecher habe. Oh, das ist ganz komisch alles abgekürzt. Das ist voll schwer zu lesen. Warum kümmern Sie sich nicht um die Viecher, während ich hier bleibe und aufpasse? Du durchatmen willst. Oder so kann man es zumindest auch sagen. Okay, die verlorenen Seelen haben die Farm von Basil Biggs überrannt. Ich sollte mich um sie kümmern, damit die entlaufenen Kühe zurückkommen können. Okay. Ach, Basil. Ah, da steht ja direkt einer. Na, zum Glück habe ich Pfeile gemacht. Ich glaube, wenn ich einfach so draufhauen würde, dann würde das schneller gehen. Wahrscheinlich. Aber, hey. So leveln wir wenigstens auch den Bogen ein bisschen. Dann machen wir irgendwann mehr Schaden noch damit. Was halt auch mega gut wäre. Das war's, oder? Dann kann ich die ja noch plündern. Dann geht's mir geistig zwar nicht mehr ganz so tolle. Aber hey. Hier mal einmal einen Schluck trinken. Oh, was essen sollten wir auch? Ups. Entschuldigung. Wollte ich nicht. So, Basil. Dann erzähl mal. Wow, Miss. Das war wirklich ein unvergesslicher Anblick. Auf Nimmer Wiedersehen. Was? Warum ist das für ein unvergesslicher? Auf Nimmer Wiedersehen? Hä? Sehen Sie sich meine Ranch an. Diese Viecher haben sie halb auseinandergenommen. Können Sie mir vielleicht mit dem ollen Zaun helfen und einen neuen aufstellen? Achso, das auf Nimmer Wiedersehen meinte er wahrscheinlich wegen den Zombies. Ich dachte, er meint mich jetzt so von wegen, ja, danke, dass du mir geholfen hast. Ne, tschüssi, Kowski. Ist ja krass, hä? Was? Ach so. Neuen Zaun aufstellen. Wir sehen, Zaun ist kaputt. Ich kann ihn reparieren. Ach, ich soll ihn nur reparieren? Naja, nee, da steht. Stelle einen Zaun her, Werkbankstufe 5. Und repariere Basils Zaun. Ich finde auch gut, dass da oben steht, reparieren. Okay. Ja, Zaun haben wir. Haben wir Zaun? Ich glaube, da schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir... Ich weiß gar nicht, haben wir Werkbankstufe 5? Ich bin mir halt echt unsicher. Wenn nicht, dann müssen wir echt mal schauen, ob wir irgendwoher Lehm bekommen. Wo auch immer man Lehm herbekommt.
dass wir die Werkbank aufstufen können. Aber wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, dass wir einen neuen Zaun herstellen können, damit wir Basil und seiner Range hier, beziehungsweise im Bauernhof hier, irgendwie noch helfen. Ach ja, hier ist wieder was los. Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einer nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.